Tag. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Ha-Ha-Ha. Ich leite heute das Willi-Willi-Rennen bzw. die Moderation des Willi-Willi-Renns. Was ist das Willi-Willi-Rennen? Keiner weiß so genau, wann es stattfindet. Keiner weiß so genau, wo es stattfindet. Das weiß jeder. Und zwar in Niederaa an der Oststraße. Der zweite Teil des Willi-Willi-Rennens findet seit 18 Uhr statt. Ich übernehme die Moderation, euer Ha-Ha-Ha. Gucken wir uns die Sache mal genauer an. Das also, ihr könnt es erkennen hoffentlich, das ist die Einfahrt zur Oststraße und Abstraße aus. Mal gucken. Ah, da kommen schon die ersten Willi-Willis. Ihr Rennen geht gleitend voran. Der erste Willi-Willi jagt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometer durch diese Straße. Darf ich fragen, ihn zu fragen, was er sich da denkt? Ich weiß es nicht. Er kommt aus Dillenburg, wie jeder kennt man. Das war der erste Willi-Willi. Jetzt kommt der zweite, sagt hinterher. Grüßen den Herrn, herzlich, hallo, Willi-Willi. Was möchten Sie demonstrieren mit Ihrem Willi-Willi-Willi? Keiner weiß es, aber das Rennen geht weiter. Liebe Leute, ich bleibe am Sender, ich bleibe dran. Denn heute findet hier und heute wieder der zweite Teil unseres geliebten Willi-Willi-Rennens statt. Denn der Willi-Willi, der will seinen Willen demonstrieren. Und wenn er nur die Straße runterguckt und die Straße wieder hoch. Ich bin gespannt, wie dieses Willi-Willi-Rennen zu Ende gehen wird. Ah, da kommt der nächste Willi-Willi, wieder aus derselben Ecke. Will er schaffen, will er schaffen, will er das schaffen, die 23 Stundenkilometer Marke zu knacken? Keiner weiß es. Schafft das oder schafft das nicht? Wir sind gespannt. Ja, da war Willi-Willi, unser Weller Willi-Willi. Da ist er hin. Er bremst nochmal stark ab, bevor er in die Kurve geht. Da geht er hin und kommt nie wieder hoffentlich. Das war einer der vielen Willi-Willis, die er will heute demonstrieren. Ja, gibt es noch einen weiteren Willi-Willi in diesem Rennen? Finden noch das Rennen weiter statt? Ich bin ganz entzückt, ganz aufgeregt und begeistert von dieser Art der Demonstration von so vielen Willi-Willis. Wir werden es weitersehen. Wollen wir diese Passanten fragen? Oder ist es ein Passant? Ich weiß nicht so genau, ob es nur ein Passant oder ein Passant ist. Man kann es jetzt noch nicht erkennen. Was sie von dem Willi-Willi-Rennen findet, ist sie eine Niederaarin oder ein Niederaarer? Keiner weiß so genau. Sie schreiten von da. Ah, dahin, glaube ich, kommt der nächste Willi-Willi-Renner. Ja, er treibt mit einer Höchstgeschwindigkeit von fast 30 Kilometer hier vorbei. Der Wahnsinn, da kommt der nächste Willi-Willi aus der anderen Richtung. Ich gehe schnell zur Seite, bevor er mich überrollt. Da ist er, der Willi-Willi. Auch ein Weller. Und dann noch ein Weller. So viele Weller gegeneinander und alle sind Willi-Willi-Willen. Da kommt der nächste Willi-Willi. Er überrollt ganz lässig das Blech am Ende. Es ist eine Frau, eine Willi-Willi-Frau. Boah, Mann, ist das eine Demonstration von Demonstrationen. Von Willen. Von Willi-Willi-Willen. Keiner weiß, warum diese Demonstration heute stattfindet, aber wir sind alle begeistert von dieser Demonstration von so viel Willi-Willi-Willen. Auch ein Willi. Oh, oh. Ja, ich glaube es ja gar nicht. Der kommt aus dem Fernlande von D. Nein, nicht Deutschland. Das müsste, soweit jeder von uns weiß, Dortmund gewesen sein. Ein Dortmunder Kennzeichen. Ja, aber beobachten die Situation weiter. Boah, Mann, der hatte 29 Stundenkilometer drauf. Es ist fantastisch, diese Demonstration von so viel Geschwindigkeit. Und das in einer so wenig belebten Straße wie die Oststraße. Warten wir weiter auf. Lieber Leser, lieber Betrachter dieses Rennens des zweiten Teils des Willi-Willi-Demonstrationswillen. Ich bin verzückt. Gönnt mir bitte eine Sekunde der Ruhe. Ich bin so etwas von erschöpft und erregt. Diese Demonstration von so viel Willi-Willi-Willen. Ah, da hinten ist ja der alte Anwohner. Unser geliebter Ober, wie heißt er eigentlich? Ich weiß es nicht. Unser geliebter Ober, ihm sei die Ehre gebühr. Er gehört die Ehre. Er ist immer da, immer parat, immer dann, wenn es notwendig ist, ist er da. Ah, der nächste Willi-Willi, er kommt einigermaßen. Ich gehe schnell zur Seite. Er hat die 30 Kilometer Marke geknackt, aber er lässt mich durch. Er ist ein Willi-Willi. Der nächste Willi-Willi ist das Ziel. Und von hinten einer? Nein, kein Willi-Willi von der anderen Seite. Ich bin so etwas von fixgestellt. So bewegen sie diese Movements, diese Momente. Ich wage es kaum zu glauben. Was wird uns heute noch begegnen bei diesem Tag des Willi-Willi-Rennens-Demonstrationstages? Keiner weiß warum. Keiner weiß, wie lange es dauert. Keiner weiß, wann es anfängt oder aufhört. Keiner weiß, worum es überhaupt hier geht. Aber es endet immer in der Oststraße, in Niederaa statt. Warten wir weiter ab. Lieber Zuschauer, ich bin bewegt. Ah, da kommt der nächste Willi-Willi. Lass ihn durch, lass ihn durch. Schafft er es, die 30 Kilometer Marke zu knacken in dieser beruhigten Fahrzone? Schafft das oder schafft das nicht? Oh, einer aus dem
Mein Koblenz, ich bin bewegt. So weit weg kommen sie ja, die Willi Willis. Und von der anderen Seite kommt ein SUV Willi Willi. Ein Weller SUV Willi Willi. Oh, ja, ja, ja. Ein ausländisches Markenmodell, das Auto. Aber so viel Willi Willi rennen. So viel Willi Willi will. Wow! Ja, liebe Leute, ich hoffe, die Aufnahmekapazität meines, wo ist er? Meine internen Festplatte reicht dafür aus, um so viele Demonstrationen aushalten zu können. Noch haben wir circa 10 Minuten Zeit, das Willi-Willi-Rennen zu beobachten. Da kommt der nächste Willi-Willi. Und zwar von Neuwied am Rhein. Ja, da fährt sie vorbei, die Willi-Willi. Hat wieder demonstriert, was hier eigentlich Masse ist. Keiner weiß, was hier Masse sein soll, aber dies allerendes, wenn es der Willi Willis findet, weiter unerbittlich krass stark statt. Kommt noch ein Willi Willi oder müssen wir noch länger warten, bis es weitergeht? Ja, kennt man meine Stimme. Ich bin zutiefst bewegt. Zutiefst. Es ist jedenfalls tiefer greifend für mich. Wenn ich so viel Willi Willi will erleben. Ihr merkt, ich bin ohrenbeißert. Und so viel will. Nun ja, ich moderiere weiter. Ich bleibe am Sender. Ich gebe den Ball nicht auf. Wir haben noch circa 10 Minuten maximal Aufnahmekapazität. Ich warte weiter ab, ob es wie gewohnt wieder mehrere Stunden dauert, bis dieses Willi-Willi-Rennen zu Ende ist. Man weiß nicht, wann es anfängt. Keiner weiß, wie lange es dauert. Aber jeder weiß. Es fängt in der Straße. In die Darstadt. Abends zu, unvorbereitet. Manchmal Tag für Tag, manchmal ohne Unterlass, aber die Demonstration des Willens der Lili ist unbrechbar. Ich moderiere weiter. Liebe Leute, ich glaube da hinten, nein, in dieser Willi-Willi, scheinen sich alle Willi-Willi um zu organisieren, scheinen erstmal ein kleines Täuschlein einzulegen. Scheinbar ist hier irgendetwas in dieser Straße, was die ganze Sache beeinträchtigt, dass das Rennen ruhig weiter gestaltet werden kann. Ich weiß selber nicht was. Ich lasse diesen anderen Willi-Willi mal durch. Vielleicht darf ich ihn sogar moderieren. Vielleicht ist das zu dieser Willi-Willi. Wenn ich endlich mal nachfragen darf, wofür eigentlich diese Rennen hier schon seit über einem Jahr stattfinden. Es würde mich doch sehr interessieren, was so der Willi-Willi-Will ist eigentlich. Ich als Anwohner der Oststraße würde mich schon sehr dafür interessieren, was Willi-Willi eigentlich damit demonstrieren will. Schon sehr, ja. Ich denke mal, Willi-Willi hat sich schon Gedanken gemacht, der das so macht, schon seit über einem Jahr. Wird schon so seine Gedanken dabei haben, die er so hat. Gucken wir mal weiter. Tja, liebe Leute, ich habe noch circa vielleicht noch maximal nur 6 Minuten Aufnahmezeit. Es tut mir leid. Leider kann ich das Willi-Willi-Rennen Schabernand bis zu Ende aufnehmen. Tut mir echt leid, aber ich bleibe am Ball. Ich bleibe wirklich am Ball. Ich versuche weiter aufzunehmen, so gut es mir möglich ist. Wir haben ja noch ein paar Minuten, noch circa 5 Minuten Aufnahmekapazität. Ich hoffe, in der Zwischenzeit das übliche Prozedere bei den Willi-Willis-Rennen wieder einsetzt. Also das hier ist eine absolute Ausnahme. Das ist so unvorbereitet, also ich sage es unter euch, dass so unvorbereitet plötzlich das Willi-Willi-Rennen umgeleitet wird. Kenne ich so nicht. Kenne ich wirklich so nicht. Man weiß nicht, was in der Willi-Willis abgeht. Ah, da kommt der nächste Willi-Willis-Kunde. Man glaubt es nicht. Ich glaube, das war ein aussehender Willi-Willi. Sachen gibt es. Ah, der nächste Willi-Willi. Ich glaube, das Willi-Willi-Rennen findet wieder eine übliche Artenstärke statt. Eine Sekunde, ich leite um. Ich bin begeistert. Ich kann endlich mal zeigen, Gott in der Welt, was hier so tagtäglich stattfindet und wie die Willi-Willi-Rennen so ablaufen. Ich bin tief bewegt.
Hallo Nachbar. Ne? Uninteressant, nur ein Nachbar. Der braucht doch nicht um Bildsachschein, der hat nichts mehr mit Willi Wiederer zu tun. Aber dir geht's gut. Ah, ich glaube, da will hinten ein anderer Willi Willi irgendwie sich mal überlegen, ob er nur oder ob er nur nicht will. Bei den Willi Willi Willen, da weiß man nicht so etwas, nur wollen oder nicht wollen. Ah, da sind zwei Willi Willi. So, das ist interessant. Ja, liebe Leute, tut mir recht traurig. Scheinbar wurde das Willi Willi Rennen, und das mir Bescheid gegeben wurde von Seiten meines Senders, des Öffentlich-Rechtlichen, beendet. Schrecklich traurig, wirklich. Jetzt kann er nicht mit live erleben, wie schön so ein Willi Willi Rennen ist. Das tut mir wirklich tierisch leid, weil es bewegt jedes Mal. Selbst meine Kasse ist immer zutiefst bewegt und guckt sich dann aus weitester Entfernung in irgendeinem Loch an, wenn sie so ein Willi Willi Rennen wieder hier stattfinden. Die ist so begeistert, ich sehe die dann meist stundenlang nicht mehr. So begeistert ist sie, tief bewegt ist sie immer. Da kann ich nur so ganz für sich selber genießen. Naja. Ah, da kommt der nächste Willi Willi. Sekunde, ich leide gerade um. Tja, das Willi Willi Rennen findet nur noch mal statt. Ich denke mal, die warten ganz einfach ab, bis ich halt mit meinem Handy, Entschuldigung, mit meiner Aufnahmekamera, meine Aufnahme beendet habe. Naja, die Willi Willis, die sind irgendwie nicht so ganz, sind ein bisschen eigenartig. Aber da kommt der nächste Willi Willi, stopp halt. Ach, wollte den Willi Willi mal ertragen, jetzt hätte er doch weiter. Schade, schade. Hätte den Willi Willi gerne mal gefragt, was er damit demonstrieren will. Aber die Willi Willis sind halt mit ihrem Willi ganz eigen. Die wollen das nicht sagen. Sind halt Willi Willis. Willi Willi macht immer seinen Willen. Man weiß zwar nicht warum und wieso. Das sind halt die Willi Willis. Aber vom Feinsten. Kann man nicht so recht einschätzen. Aber auf Verlass auf sie. Also 100% erste Sahne. Feinstes. Also auf der war die Mare immer selbe. Wie ungefähr, wenn man Sturmfliegen in der Wohnung hat, weiß man, Sturmfliegen bescheißen ein. Rotzen alles voll, fressen einem die Lebensmittel weg, bekacken einen, fliegen einem anderen und nach. Genauso sind die Willi Willis. Die Sturmfliegen. Also auf dieses sind sie in der Hinsicht 100% verlassen. Wenn es natürlich bei einer Sturmfliege oder bei so einer Horde von Sturmfliegen in der Fliegenklatsch kommst, verschwinden die. Genauso sind die, reagieren die Willi Willis scheinbar, wenn ich das Ganze hier so aufnehme. Im Auftrage des Öffentlich-Rechtlichen. Das ist halt scheiße irgendwie. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber Sturmfliegen, Entschuldigung. Vergesst wieder das. Oder bereit fühle mir den. Ich bin ja ganz ruhig. Ich arbeite ja für den Öffentlich-Rechtlichen. Sorry. Wollte natürlich sagen, nicht Sturmfliegen. Willi Willis. Ganz unter uns. Die haben sie nicht eingeladen. Ziemlich intensiv sind die. Ich glaube, der wollte mir mit dem Zeilen irgendetwas demonstrieren. Ich weiß nicht was, aber vielleicht lässt er mit sich reden, was dieses Zeilen bedeuten. Kann mir vielleicht einer von euch interpretieren, was er damit demonstrieren will. Ist interessant. Also an der Stelle stoppe ich mal die Aufnahme, weil die Aufnahmekapazität meines. Entschuldigung. Die Aufnahmekapazität, die Straße im Hintergrund, so seht ihr alles. Die Aufnahmekapazität meines, wie auch immer, meine internen Festplatte ist leider erschöpft. Tut mir leid. Ich beende hiermit die Moderation, verabschiede mich im Namen des Öffentlich-Rechtlichen. Lebt wohl, bis bald zur nächsten Willi-Willi-Rennen. Bye-bye.